Mein Name ist Eugen Bolz. Diese Sekunde markiert das Ende meiner politischen Karriere. Eugen Bolz war ja eigentlich ein sehr eher konservativer Politiker. Und er hat dann irgendwann an einem Punkt gesagt, so geht es nicht weiter. Und da hat er für seine Werte gestanden. Und das ist das, was ihn für mich so faszinierend macht. Wir werden demjenigen, der einem der unseren einen Zahn einschlägt, den Kiefer zerschmettern. Und demjenigen, der einem der unseren ein Auge einschlägt, dem werden wir den Kopf abschlagen. Es war ein wenig viel für den Anfang, nicht wahr? Aber keine Sorge, wir schalten gleich einen Gang zurück. So ist das. Also ich finde toll, dass das Stück von Jeremias Heppeler so frisch daherkommt. Also es ist ja auch so, dass Szenen drin vorkommen, die es eigentlich so nicht gegeben hat. Eine Begegnung mit Edith Stein und ich finde, er schafft so eine offene Form, die auch immer wieder fragt, wie kann man Biografien im Theater überhaupt erzählen? Wenn unser Plan gelingen soll, dann braucht es eine Kettenreaktion sondergleichen. Eine Lawine, die ins Rutschen kommt, loswalzt, donnert. Alles steht und fällt mit dem ersten losgetretenen Schneebrett. Ja, und dieses Schneebrett, das ist Hitler. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Tick, 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 tick. Wir arbeiten mit einer Live-Kamera und wir haben aber auch viele historische Bilder. Und diese Vermischung fand ich sehr interessant. Also, dass sozusagen auch die Menschen live in die Bilder projiziert werden. Und dadurch entstehen immer wieder neue Erinnerungsräume. Was bleibt von einem Mann, der verschwindet? Eine Spur? Ein Abdruck? Ein Flimmern in der Luft? Und Bilder? Und da könnt ihr mir meine Ehre noch 100-mal absprechen und mich zum 1000. Mal zum Tode verurteilen. Jetzt und in dieser Stunde würde ich für kein Geld und für kein Glück dieser Welt mit euch tauschen wollen. Die ganze Hand steht dafür, dass man eben keinen Millimeter preisgeben darf und die Demokratie verteidigen muss. Und das ist ja heute auch ein Thema, was nach wie vor sehr wichtig ist. Deswegen ist es, glaube ich, nicht nur ein historisches Stück, sondern auch ein sehr aktuelles. Meine Schuld wird mich überleben, nicht wahr? Wer weiß, vielleicht ist es auch deine Haltung, dein Widerstand. Sie werden Straßen und Plätze nach dir benennen. Schulen, Preise, Briefmarken. Ein Vorbild, wie es im Buche steht. Aber eigentlich sollte ich doch eine Warnung sein.